Hallo Reiterkollegen, ich freue mich, euch wieder auf unserem YouTube-Kanal Riding Academy bei Wolfgang Rust begrüßen zu dürfen. Heute mit einem Zusatzvideo zur Anlehnung. Ich habe mir jetzt überlegt, aufgrund eurer Kommentare, und hier möchte ich mich bedanken, vielen Dank für die vielen Kommentare. Ich freue mich auch sehr darüber, wenn ihr mir kurze Geschichten schreibt, wie es euch mit den Pferden geht. Ich kann leider nicht mehr alles genau beantworten und darum mache ich nun diese Zusatzvideos. Hier werde ich auf eure Kommentare eingehen, alles ein bisschen zusammenfassen. Hört euch die an, sie ergänzen die Videos, die zuvor online gestellt wurden. Heute werden wir die Anlehnung betrachten, da doch das eine oder andere unklar war. Und auch bei dem Korrekturvideo mit Finn, wo ein Kommentar über Riegeln war, ob das nicht Riegeln ist. Beginnen wir mit dem Riegeln. Was ist Riegeln? Riegeln ist nichts anderes, als wenn wir reiten und wir lockern ein Pferd ab, dann ist Ablockern immer ein feines Abspielen, haben wir in dem letzten Video drinnen. Und dieses feine Abspielen ist nur die Hand, also die Fingerspitze in die Handfläche drücken. Wenn wir nun am Reiten sind und ein Pferd läuft uns davon, es pullt los, dann haben wir sehr viel in der Hand. Und hier haben wir bereits dieses Video mit der Konditionierung. Die Konditionierung gibt es allgemein, klassische Konditionierung und die operante Konditionierung. Angepasst an das Pferd, an den Typen Pferd, den wir haben. Und in dem Moment, wo wir hier, seht euch das Video an, ich blende es oben ein. Wenn wir wissen, welches Pferd wir haben, dann wissen wir auch, wie wir das korrigieren müssen. Wenn ich am Pferd sitze und nun mache ich den Unterschied und das Pferd läuft los, pullt los, dann muss ich mit der Hand so durchkommen, dass das Pferd diese Handlung, die es gerade macht, nämlich auf die Trense beißen und loslaufen, lospullen, dass es das negativ verknüpft durch ein starkes Durchkommen mit der Hand. Es bleibt euch gar nichts anderes über. Wenn ein Pferd losläuft, läuft es los. Ihr müsst das Pferd in der Situation behalten. Und hier ist dieses Riegeln. Und da ist Riegeln entstanden. Riegeln ist dann negativ, und das möchte ich jetzt ganz klar betonen, wenn ihr auf den Pferden sitzt, und wir haben in dem Video mit der Anlehnung drin, wenn ich mit der Hand raufgehe, wie das Pferd nach unten geht, und wenn ihr dann da oben sitzt und den Kopf runterriegelt, das ist ein No-Go. Leute, unterlasst das. Ihr müsst mit Schenkel und Kreuz an die Hand reiten. Ihr dürft dieses Riegeln, das ich gerade beschrieben habe, nur dann machen, wenn die Pferde mit dem Maul vorne sind. Ihr kommt vorne durch und wie die Pferde feiner werden, muss das aufhören. Ganz wichtig. Der zweite Punkt, den ich heute ansprechen möchte, ist bei der Anlehnung. Dort habe ich die Aussage getroffen, Anlehnung ist nur möglich, wenn ein Schub vorhanden ist. Was bedeutet das? Und hier möchte ich euch ganz kurz vom Anreiten der Pferde abholen. Wenn wir auf einem ganz jungen Pferd drauf sitzen, ich mache euch da ein Video übers Longieren, wie man junge Pferde anlongiert. Das habe ich vom Georg Wahl Senior. Tolle Geschichte, zeige ich euch dann. Da lernen die Pferde bereits an der Longe, was der äußere Zügel bedeutet. Und wenn ihr auf den jungen Pferden drauf sitzt, da habt ihr keine Möglichkeit, ein Pferd in Anlehnung zu reiten. Ihr müsst eine Verbindung halten. Deswegen ist ja die allgemeine Definition der Anlehnung das Gewicht in der Hand, über Lade, Trense, Zügel, Hand. Das ist die Anlehnung definiert. Und ich mache dann den Unterschied zwischen Verbindung und zwischen Anlehnung, wo sich das Pferd bereits dehnt. Und bei der Verbindung, jeder, der junge Pferde reitet, angeritten hat bereits, weiß, das junge Pferd möchte das Gewicht nicht im Maul haben. Und hier ist es ganz wichtig, mit einer ganz feinen Verbindung, und hier haben wir den Begriff ruhige Hand, immer dem Maul folgend ein leichtes Gewicht halten. Das ist der erste Punkt in der Ausbildung, wo ich auf einem Pferd drauf sitze. Ich kann mich nicht auf ein junges Pferd setzen und den Zügel wegschmeißen. Genauso darf ich nicht einfach anziehen. Nur eine Verbindung halten. Egal, ob der Kopf rauf, runter, links, rechts geht, vollkommen egal. Das haben wir im nächsten Video drin, was da für Fehler sind. Die jungen Pferde sollen einfach nur das Gewicht akzeptieren. Wenn dieses Gewicht akzeptiert wird, dann beginnen wir die Pferde etwas mehr nach vorne zu arbeiten. Und hier ist der Schenkel, der einfach mal nur eine Tendenz nach vorne bringen soll. Hier kann ich die Gerte dazu nehmen, die Pferde sollen einfach gehen. Wenn das noch nicht geht, dann kann ich es ja an der Longe machen. Der Longeführer kann mich unterstützen, wenn ich drauf sitze. Nur, dass ich vorne eine Verbindung habe, dass das Pferd einfach mal selber geht. Oder ich nehme mir ein Führpferd.
Reite mit dem jungen Pferd neben einem älteren her, dass es einfach mal mitgeht. All das sind Möglichkeiten, dass die Pferde von selbst gehen und ich nur die Verbindung halten muss. Und wenn ich dann, nächste Stufe als Reiter, zum Treiben komme, die Pferde verstehen bereits die Wade, lassen sich mit dem Kreuz vorreiten. Auch hier war eine Frage, seht euch die Videos davor an. Die F-Serie baut auf. Auch da habe ich ein paar Mal schon die Einwirkung mit dem Kreuz. Wie sieht das aus? Auch bei der halben Parade ist es drinnen. Seht euch die Videos an. Ihr werdet auch, wenn ihr es noch einmal und noch einmal seht, mehr wahrnehmen. Anderes Thema. Auf die Kreuzeinwirkung gehe ich hier jetzt nicht ein. Wenn wir die Pferde vorm Schenkel haben, sprich die Wade ist dran, mit dem Kreuz kann ich dann schon reiten bei dem jungen Pferd. Dann erst kommt der Schub und die ehrliche Anlehnung durch die Losgelassenheit. Darum haben wir Takt, Losgelassenheit, Anlehnung und dann kommt Schwung. Und davor ist eben die Entwicklung der Schubkraft. Und die Schubkraft ist dann gegeben, wenn der Reiter selbst mit Wade, Kreuz zum Reiten kommt. Ich hoffe, ich konnte euch hier jetzt einen klareren Einblick in die Skala geben. Wir gehen im nächsten Video auf die Korrektur ein. Dort haben wir dann auch die unterschiedlichsten Fehler und auch, wie wir mit den Fehlern umgehen, wie wir die Fehler korrigieren können. Ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, ein Video zu den F, welcher F wie korrigiert gehört. Das geht online leider nicht, weil ich da viel mehr über euch wissen müsste, über die Pferde wissen müsste. Das ist nicht möglich, dass ich hier wirklich eine korrekte, ordentliche Anweisung gebe, wie man da mit Pferden arbeiten kann. Ich kann euch hier nur das große Ganze geben. Hört euch die Videos an. Was dieses Thema mit dem immer wieder Ansehen, Anhören betrifft. Auch hier, ich habe Mentaltrainingsvideos online gestellt. Auch die solltet ihr euch anhören. Da ist drin, wie kann ich etwas lernen? Wie kann ich selbstbewusster reiten? Wie kann ich die Aufgaben, die ich mir stelle, auch wirklich mental durchspielen, damit ich dann, wenn ich auf dem Pferd sitze, korrekt weiterreiten kann. Beispiel, ihr reitet mit dem Pferd, der springt zur Seite. Beim zweiten Mal reitet ihr hin, denkt schon, der springt zur Seite und der springt auch zur Seite. Wie kann ich es machen, mental trainieren, dass ich drauf sitze und ich reite hier jetzt ordentlich vorbei. Ich habe mein inneres Bein dran. Ich reite das Pferd am Außenzügel aus dem Schenkel entlang. Oder auch Anlehnung. An der langen Seite habe ich beide Zügel dran, gleiches Gewicht in beiden Händen. Auf gebogener Linie biege ich das Pferd ums innere Bein. Das Pferd dehnt sich vermehrt an den Außenzügel. Hier kommen wir dann bei der geraden Richtung und auch bei den Seitengängen vermehrt dorthin. Also ihr seht, der Kanal ist ein Aufbau. Und je früher ihr einsteigt, umso leichter werdet ihr euch tun. Und je besser ihr auch die Videos, die früher online gestellt wurden, verstanden habt, verinnerlicht habt, umso leichter tut ihr euch mit den zukünftigen Videos. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video mit der Korrektur der Anlehnung. Bis zum nächsten Mal.